Mindset war, dass du tiltfrei seit 9.3 bist. Also. Ja, heute tiltfrei. Aber die Sache ist die, erinnerst du dich noch letztes Mal, als wir Mario Kart gespielt haben und ich tiltfrei bleiben wollte? Ja, aber das war lustig. Ja, du? Weil ihr mich alle gefokust habt. Ah ja, gutes Team auf jeden Fall, Present stark. Und damit willkommen zu einem neuen GPA-Kampf, Leute. Heute unser GPA-Kampf. Wir sehen uns gleich wieder. Mal schauen, ob ich meinen GPA-Kampf gegen Present gewinnen werde. This is the rhythm, oh yeah. So Leute, wir sind wieder back. Also hallo. Folgendes, GPL. Aktuell ist Folgendes passiert. Heute, wir nehmen das hier tagesaktuell auf, sind die Trailer zu den Pokémon Sword and Shield DLCs rausgekommen. Kannst du hier, okay, tu mir einen Gefallen, Present, ja? Ja. Tu hier im Hintergrund die TV-Reporter-Musik aus Pokémon Rubin und Saphir abspielen. Okay. Genau die. Auf jeden Fall ist es so, dass wir die Starter mit den Versteckenfähigkeiten nun offiziell im Spiel haben. Ihr müsst nur ein Pokémon auf Pokémon Home raufpacken. Man kann Pokémon Home auch kostenlos sich so holen. Es gibt dann so eine abgespeckte Variante. Und dann bekommt ihr als Geschenk die drei Starter-Pokémon mit den Versteckenfähigkeiten. Gönnt sie euch. Und dann könnt ihr sie jetzt auch spielen, genauso wie wir das jetzt hier heute machen, mit den versteckten Fähigkeiten. Nice Starter-Metronom-Battle. Wir haben schon mal ein Starter-Metronom-Battle gemacht, aber ich denke mal, es ist ganz passend, so eine Art Remake zu machen, jetzt zu den ja, DLCs, beziehungsweise eben zu dem zu der Ankündigung, dass diese Pokémon rausgekommen sind. So Leute, ich bin auch dabei. Hallo, willkommen zu einem neuen Metronom-Battle. Leute, heute zählfrei jetzt hier. Ich habe letzte Zeit, bin ich ein schlechter Verlierer, vorher war ich es nicht. Ich bin immer ein guter Verlierer und ein ganz guter Gewinner. Ja, so, also meine Namen sind daran angelehnt, wie gut die Fähigkeit auf diesem Pokémon ist. Wir haben... Mhm, meine auch. Ja, merke ich. Das war natürlich der Graserzeuger, du bist schneller unterwegs, interessant, weil deiner zuerst aktiviert, Grasam, wer hätte denn das gedacht, wer würde denn sowas spielen? Das würde ich niemals ja. tun. Aha, mein Name ist übrigens darauf angelehnt. Ja, okay, das gab's, okay. Super nice ist mein Gortrom und insane krass ist Libero. Frag mich, welches Item du auf Gortrom spielen wirst. Ich weiß es nicht, du bist aber schneller. Was spielst du denn? Kreideschrei. Okay. Miss mal bitte. Miss. Oh, nein. Kann der missen? Nein, oder? Doch, kann missen. Hä, echt? Nein. Kreideschrei müssen missen können. Ja, schau nach. Schau jetzt nach. Nö, will ich jetzt nicht. Schau jetzt nach. Oh Mann, warum bist du lieber Lust so scheiße, Alter? Der muss doch schneller sein. Panzerschutz. Ja. Ja, okay, ich sag, du bist trotzdem minus 1. War nicht worth für dich. Panzerschutz geht auch auf plus 2, oder nicht? Nee, schade. Das wäre ja insane, Alter. Pokémon Competitive, Leute. Also ich gewinne hier jeden Speed High. Protzer, Alter. Oh, jetzt okay, der Libero kommt. Ja, ist halt die Frage, ob das gut ist. Der kann auch so Protzer, wusstest du das? Ich glaube, manchmal ist der sogar gar nicht kacke mit Protzer. Ja, könnte vielleicht ganz cool sein. So, wir haben Antikraft. Yo, bitte nicht. Oh. Ja, okay, ich bin auf Libero. Nee, bitte nicht auf Libero. Aber keine Speed-Boost. Keine Boost, meine ich. Boost. Oh. Ja, okay, besser ist es. Das ist ein bisschen uncool, wenn ich ehrlich bin. Das ist uncool, das Gortrom. Ich meine, du bist jetzt ein Gesteinsmann. Ja, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Stark. Oh, wie kommt es denn, dass der so schnell ist? Ich weiß ja nicht. Turbofelsen. Der ist kein Gesteinsmann. Der ist ein Kampfmann. Oh und plus ein Steph. Fühl dich. Libero ist broken. Mit Libero. Pilzspore? Oh nein! Das wär's jetzt gewesen, Alter. Das wär's gewesen. Psychostoß? Ja, jetzt kannst du mal ein bisschen. Nee. Also, welchen Typ ist der eine, dein Libero gerade? Gestein. Mach mal einen ruhigen. Ja, das macht. Aber ich gehe sogar minus 2, oder? Nee, das war Dings. Da setzt du aus eine Runde. Ja, echt? Ich glaube schon. Kraftteiler. Du wirst jetzt Psycho? Okay. Mit wem? Ja, Kräfte aufteilen. Actually. Ich glaube, Gortrom hat einen besseren Angriff als Libero, also ist das gut. Aber du hast einen. Sicher? Hat der? Ja. Ich glaube, Gortrom hat 125 und Libero hat auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass er weniger hat. Ja, ist okay. Alter, dann lieber los einfach wieder bei vollem KP. Ja, aber deine Auffassung beim Psychostoß war gar nicht so geil. Ja, der war echt gar nicht so krass. Komm, jetzt gönn dir mal einen Hammerarm oder so. Nee, mach mal jetzt nicht. Drachenrute fühle ich auch. Nicht auf Libero, weil der ist plus 1 Verteidigung. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben, weil ich bin jetzt nicht mehr minus 1. Libero war auf plus 1 Verteidigung, warum das? Wegen Grasarm.
Ah, true. Oh, true. True. Jetzt kommt ein Talion rein. Siehst okay, du, nee, muss gar nicht Psychostoß. Nee, Psychostoß ist was anderes. Wie Kanon. Funktioniert das nochmal? Psychostoß ist, glaube ich, einfach nur eine ganz normale Attacke. War nicht vom Mewtwo? Wie er die kickt, Alter. Holdo! Der hat Bock, Alter. Ja, ein Talion ist unbulky. Das ist true. Der ist sehr, sehr unbulky, leider. Sanktuklinge? Gegen dein ich normal. Bin normal. Oh, ja, no. Let's go. Auf let's go. No, da muss man sein Def. Oh, das ist klar. Auf dem Schluss Spezi. Ja, ich meine, oh Mann, Present. Haha, so viel Spaß. Oh Mann, so einen Spaß hatte ich noch nie. Einfach leise, Alter. Oh, das ist so dumm. Freunde, wenn ihr es auch echt cool findet, lasst ein Like da. Ich hab so viel Spaß. Das gab's noch nie. Noch nie. No joke, wir hatten 1:1 auch dieselben Strategien auf den Mons. Ja, es ist halt wirklich so. Scopelins in Talion, auf geht's, sag ich. Hast du Scopelins? Ah, stimmt. Hätte man machen können. Ach, als ob du nicht Scopelins hast. Nö, ich hab Blend, Bruder. Als ob, was. Ja, 1:1 dieselben Strategien, oder? Ich weiß gar nicht, was wir damals auf Talion hatten. Aromakur. Ja, das war jetzt nicht so stark. Nice. Oh, Talion fühle ich aber irgendwie. Was denkt ihr? Wird Libalo im OU bleiben oder wird er zu broken? Also no joke, Shiny Talion ist einfach der einzige von den drei, den ich fühle. Ja, Shiny Talion sieht super nice aus. Ja? Ich sag, ich mag alle. Nee, Libalo finde ich so absolut hässlich. Finde ich okay, aber Shiny Talion sieht unfassbar aus. Oh nein, aus. Donnerblitz oh nein. Gegen Talion, Step Donnerblitz, komm gönn dir. Ja, ich glaube, das macht guten Schaden. So viel Spaß, Freunde. Ja, lass noch ein Like da. Woo! Ja, sieht ein bisschen schwer gerade, will ich auch, sag ich mal. Nö, ich find's super. Leute, wir sind ein guter Verlierer, okay? Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich meine, wir gewinnen das noch. Los! Du hast noch zwei Pokémon, also. Na klar, Alter. Was passiert, ist mir drin. Warum ist der so schnell? Gegenschlag? Ja, okay. Ich hätte gern Gegenschlag. Ja, das macht nichts. Das waren zwei, glaube ich. Mit meinem Interior hätte ich gern Gegenschlag. Der ist mega low. Nee, bitte nicht, Mann. Eisenabwehr. Ja. Wenn du dich heilst, je nachdem. Naja. Du heilst dich ja auch passiv mit dem Grasfeld. Ja, aber das ist ja auch nur noch eine Runde oder so draußen. Ja, wobei ich bekomme ja auch meinen Gortrum wieder raus, wenn mein Mond stirbt. Den Doppelschlag. Ich sag lieber, Interior kann ich noch tanken. Maybe. Ja. Ja. Durch Eisenabwehr, ja. Ja, let's go. Woo. Ja, nice Press, Gegenschlag, Mann, wieso? Ich meine, ja! Ich hab keine Worte mehr, Alter. Ich bin raus. Du schaffst es noch, Gortrum. Yippie. Ist mein Libalo jetzt nicht vom Normaltypus, es passt eigentlich zur Shiny-Form, würde ich sagen. Ja, der sieht einfach hässlich aus. Kannst du jetzt nicht so haten. Doch, den hate ich richtig, der ist super hässlich. Nee. Doch. Nee, sei mal ja nicht so. Ich weiß aber nicht, wie Käsehase mit Dings aussieht. Käsehase? Ja. Begrenzer. So viel Spaß, ja! Ich muss so los, Alter. Ja, Leute, ich würde sagen. Kraftfahrrad. Das sieht relativ. Das war nochmal Kraftfahrrad. Eindeutig aus. Das, ah, das Ding. Ah, ja, ich kenne nur den Slot Power. Ich kenne nur den Englisch. Das war nochmal Kraftfahrrad, Leute, oder? Oh Mann, ich kann kein Metronom mehr einsetzen. Schade aber auch. Nächstes Mal vielleicht wieder, okay? Vielleicht stirbt Inteleon ja jetzt durch Pflanzen Heilopfer. Hä, hey, ja, warte mal. Wenn ich Heilopfer einsetze mit Inteleon, dann geht Begrenzer weg, ne? Oh, das weiß ich nicht. Das kann sein. Oh Mann, ich glaube schon. Cool. Begrenzer geht weg, wenn das Pokémon nicht mehr heute rum lebt. Was ist? Ja, Leute, ich nicht. Ist das eine Giftattacke, ist Leute rum? Das steht halt immer fehl. Wir haben noch nie gesehen, was das war, glaube ich. Ja. Das wurden wir noch nicht geläutert. Wir wissen noch nicht Bescheid, was war das ist. War die nicht sogar von einem Vierer oder so? Ah ja, by the way, leider Trash zu Inteleon. Ich mag Inteleon ja eigentlich. Also, finde ich okay, ist nicht der beste Start, aber. Naja, halt, die ist nicht Trash. Doch, ist eigentlich schon. So warte, gut. Kann ich wieder Metronom einsetzen? Ja, das könnte sein. Moment mal. Yippie! Ah, das ist so ein Doofkopf, Alter. Aber ich weiß halt nicht. Also Torrent kann halt auch gut sein, ne? Halt immer noch. Ja, keine Ahnung. Scope-Linse ist halt auf dem, weiß ich nicht, so. Du willst halt eher ein Wahlglas haben.
Ja, aber... Als das Goblin. Weil du musst erstmal Energiefokus setupen, weißt du? Und du willst eher Kehrtwende drücken, du willst rausgehen. Das ist halt nicht so bulky und so. Ja, ich meine, trotzdem hast du halt eine hohe Crit-Chance. Ich meine, du musst ja nicht unbedingt Goblinse drücken. Bergsturm. Ja, ja. Ich glaube, es killt einfach, kann das sein. Bergsturm. Naja, du hast sowieso keine... Ah, ich wollte nur ganz so sagen, das hat keine erhöhte Crit-Chance, aber es macht mehr Schaden, dann glaube ich, Superschütze. Und damit GG. Ja, woo, present, TP, so ein schöner Kampf. Lass doch ein Like da, woo.